Schaut mal nach vorne. Moment. Da sind sich gerade zwei Fasanenhähne am Duellieren um die schönste Henne hier im Stommlerbusch. Ist das nicht süß? Die kriegen fast nichts mit. Die kriegen ja sowieso wenig mit. Fasanen sind ja von Natur aus entweder kurzsichtig und schwerhörig. Man weiß es nicht genau, man kann immer nah dran fahren. Also ich bin hier bei uns auf dem Feldweg. Für die Leute, die jetzt motzen, dass ich das Handy in der Hand habe. Und da sind die zwei Fasanenhähne. Ah, jetzt haben sie doch einiges mitgekriegt. Also hier ist einiges los, was Wild angeht und Häschen und so weiter. Ja, ich fahre jetzt gerade zur Ausfurt und zur Biogasanlage. Bei Ausfurt werden die Pferdchen gefüttert, bei der Biogas die Bakterien, damit dann Methan entsteht. Das Methan würde übrigens auch entstehen, wenn das, was in der Biogasanlage landet, nicht dort landen würde, wäre aber dann ungenutzt und würde in die Atmosphäre gehen. Und so haben wir das böse Methan eingefangen und es wird dann als Wärme und Strom zur Verfügung gestellt. Ja, und das war gestern so auch mein Tag, mein Anfang des Tages. Gestern war unser erster Tag, wo wir allein auf der Biogasanlage unterwegs waren. Und ja, macht Spaß, wenn man dann nicht die Reaktion von zwei Kugelaugen bekommt von dem Pferd, ob das Futter gut war oder zu wenig oder zu viel, sondern sich an anderen Parametern orientiert, dass die Bakterien gut arbeiten. Ist auf jeden Fall eine hochinteressante Geschichte. Jetzt lachen sich einige kaputt, die schon lange Biogas haben. Und ist ja eine alte Geschichte, aber für mich eben neu, weil wir vorher gar nichts damit zu tun hatten und ich auch nicht allzu viel Ahnung davon hatte. Und ja, die Ahnung eignen wir uns jetzt an und sind auch froh um die Hilfe, die uns noch mitgeboten wird. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Neue Herausforderungen, neues Einarbeiten und das sind so die Herausforderungen, die man dann im Leben mal hat, wenn sich was ändert. Hier kommt gerade ein Jogger vorbei, hier wird sich gegrüßt und so macht es auch Spaß, zusammen im Feld gemeinsam hier sozusagen die Wege zu benutzen. Ja, die Natur explodiert hier extrem. Ich zeige euch das mal. Ihr macht ja gerne Vergleiche mit euch. Ich glaube, wir haben wirklich mehr als genug Wasser die letzten Monate bekommen. Und der Raps ist hier auch teilweise schon in voller Blüte. Die Bäume sind zum Teil schon aus der Blüte raus oder kommen gerade rein, je nachdem, welche Art wir hier haben. Und so sieht es hier aus. Ich glaube, wir haben dieses Jahr ein ziemliches Wachstumsjahr. Zum Wochenende hin bis 29 Grad gemeldet. Ich habe hier heute Morgen Frühstücksfernsehen geschaut. Die Wetterprognosen zum Wochenende sind auf Motorradfahren gestellt, beziehungsweise Feldarbeit. Weil alle warten hier drauf, endlich ins Feld zu können und die nötigen Arbeiten zu machen, um euch durch den nächsten Winter zu bringen. Und da steht die Zuckerrübe, der Mais, denke ich, hier bei uns an erster Stelle, wobei die Zuckerrübe mit Abstand an erster Stelle stehen. Aber auch viele andere Sachen. Wir wollten eigentlich bei uns mit der Weidepflege noch einiges machen. Ob das überhaupt noch möglich und nötig ist, weiß ich nicht genau. Das Gras ist so dominant geworden durch die konstanten Niederschläge. Ich weiß nicht, ob das Kraut, was wir nicht drin haben wollen, jetzt schon verschattet wird und eh dann nicht so die besten Chancen hat. Hier ist der Rhabarber-Papa von der Familie Bonn. Und hier gegenüber sind die Biolandflächen. Hinten liegt Pferdemist, der auf die Biolandflächen kommt von uns. Und alles ist vorbereitet. Die braunen Flächen warten drauf, dass der Samen in den Boden kommt
und dann geht's los. Ja, ich begrüße euch alle, wie gesagt, heute in den, man muss ja aufpassen, ein Tag fehlt, dürfte der Mittwoch sein. Und es wird mit Sicherheit sehr interessant werden, was die nächste Zeit angeht. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich habe mich ja im Moment ein bisschen aus Facebook zurückgehalten, weil eben viele, viele andere Sachen anstanden, inklusive Krankheitsfälle und. Und das scheint sich jetzt auch alles wieder in die richtige Richtung zu bewegen. Und dann können wir voller Kraft in das Frühjahr starten. Zum Wochenende, wie gesagt, soll es richtig warm werden. Und da könnt ihr euch alle drauf freuen. Und ja, guten Morgen alle zusammen. Wie gesagt, ich bin hier im Feld, komme jetzt gleich am Hof an bei Ausfurt. Ich kann euch jetzt gleich noch das schöne Gras zeigen hier, was wirklich explodiert ist. Da ist eben auch von der Biogasanlage Substrat draufgekommen und hat ganz gut angeschlagen, wie man so schön sagt. Also, ich fahre ja mal um die Kurve und dann schalte ich euch wieder nach vorne. Morgen, hier sind viele Hundehalter, die hier am Randkanal parken. Hier ist das Ackergras. Das ist dieses Jahr zum letzten Mal, dann wird es umgemacht. Und dann mal schauen, was wir dann hier einsäen. Ja, und dieses Jahr, wie gesagt, schon angekündigt, haben wir auch wieder Kartoffeln auf dem Peace-Zeichen, einige Sorten. Mein Großcousin Christian steigt mit ein und freue ich mich schon drauf. Junge, motivierte, schlaue Leute tun immer gut und bringen Innovationskraft mit sich. Und hier sieht man jetzt einen Unterschied. Hier ist das Substrat draufgekommen und hier vorne jetzt nichts. Hier ist nichts draufgekommen. Vielleicht habt ihr das an der Färbung gesehen. Also ein himmelweiter Unterschied. Ja, es regnet schon wieder. Ihr hört das am Scheibenwischer. Das ist einfach krass. Ah, der liebe Helmer ist auch da. Helmer, ich habe dich nicht vergessen. Ich melde mich bei dir. Ich bin nämlich morgen in der Ecke. Und bin leider auf einer Beerdigung, aber nicht weit weg vom Ahrtal. Das nur als kleiner Hinweis. Hier links ist Gerste, meine ich. Sieht nach Gelbmosaikvirus aus. Bin mir nicht ganz sicher. Ist auch Bioland-Getreide vom lieben Jürgen Henschel. Und hier kommen wir jetzt bei uns an den Weiden an. Hier ist ein neuer Parkplatz für den Friedhof hier im Wald, weil hier immer volles Chaos ist. Die Weiden sehen echt übel aus. Ich hatte hier schon nachgesät, ob das diesmal richtig funktioniert hat, wage ich zu bezweifeln, weil einfach das Wetter nicht gepasst hat. Und ich glaube, die junge Saat ja, wahrscheinlich das nicht schafft oder geschafft hat. Hier ist ein Waldhase, da seht ihr den, hier vorne auf der Ecke. Da hatte ich auch dem Sat1-Team gesagt, wir haben hier Hasen auf jeden Fall. Vielleicht können wir die sogar sehen, wenn ihr hier filmt, aber das war nicht der Fall. Da ist der Kollege. Also ihr seht, hier ist alles, da unten läuft er. Jetzt, na, schade. Also nicht weit weg von mir. Die sind ja auch Menschen gewohnt, die hauen jetzt nicht direkt ab, wenn sie irgendwie einen Menschen sehen, sondern warten ab und wissen, dass sie sowieso schneller sind als jeder von uns. Ja, man sieht, wie nass das hier ist und ich bin einfach froh, wenn das jetzt endlich ein Ende hat. Jeder ist froh. Viele Leute sind echt genervt durch die Nässe. Man sagt ja immer, die Bauern sind nur am Jammern. Ich würde mal sagen, die Pferdeleute auch. Ich würde mal sagen, alle, die mit der Natur arbeiten, sind am Jammern, weil jetzt genau die Jahreszeit ist, wo man vieles vor sich hat, vor der Brust hat. Hier ist die Nachsaat, sieht super aus. Wir sind super zufrieden und haben ja auch mit der Spatenwalze hier gearbeitet. Hier ist die Winterweide wieder. Da war auch irgendwas auf der Weide. Mal gucken. Aber ich glaube, das war eine Krähe. Ah, da ist auch ein Hase. Also, total krass, was hier los ist. Ich habe euch das ja gesagt. Das war natürlich Vorführeffekt, als dann Sat1 hier war.
war natürlich kein Hase da. Und das sind keine Kaninchen, das sind tatsächlich Hasen. Da wird ja auch oft gesagt, ah, das sind doch Kaninchen. Nein, es ist ein Feldhase oder Waldhase. Ich wollte das ja auch nicht glauben, dass es Waldhasen gibt. Aber die gibt es so. Hinter mir kommt ein Auto. Ich fahre mal weiter und ich verabschiede mich von euch und sag mal bis später. Tschüss.